Alter, ich raste gleich aus, ja. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Watch Dogs. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Ich hänge hier mit Aiden Pierce schon direkt vor der nächsten Kampagnenmission rum, damit das alles auch schnell vonstatten geht. Bing, da können wir direkt loslegen. Dim, 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 wie immer schön. Im Container fahren. Ja, wir hatten gerade von Damien einen Anruf. Und er wollte, dass wir natürlich die Infos direkt zu ihm bringen. Was wir, wie es scheint, nicht tun. Sondern erstmal zu unseren Mitstreitern, um natürlich selber auch zu gucken, was überhaupt da schon wieder los ist und was genau sich auf diesem Videomaterial befindet. Und hier geht's auch direkt los. Okay, legen wir los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück, weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Oh, oh. Oh, was denn jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. So. So, das Gleiche ist ja natürlich hier. Ach, komm schon, Mann. Die reinste Malware-Flut. Ja, Mann. Ich gebe doch hier gerade mein Bestes. Ich hab doch... So. Meine Güte. Oh. Soll das Spaß machen? Irgendwie ist es nicht so schön hier. Ich kann ihn nicht blocken. Ja, du kannst ihn. Ich kann ihn auch nicht blocken hier. Dann 28 Sekunden. Dann habe ich noch die andere Seite. Und dann muss ich die hier noch nehmen. Und hier noch ein paar Drähte wegschalten. Dann mache ich das. Und habe ihn hier. Und er muss ich auch noch drehen. Unser oh, Alter, willst du mich jetzt verkackeiern? Nochmal so ein Scheißding hier. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Defaults Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich an. Alter, habt ihr das gesehen gerade? Was geht... Was zum Teufel geht hier ab, Alter? Ich dachte, wir wären sicher. Verdammt! Waren wir? Ich dachte es auch. Jetzt so eine Scheiße hier. So. Schnell hier nach unten. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und da auch auf. Wer? Da. Wer ist der? Das ist der. Defo. Der Dreckskerl. Alter. Ist noch so ein Affe. I know. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Cepage. Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer, einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid.
geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Na, herrlich. Hat sie Scheiße gebaut, die Frau. Wo ist sie denn hin? Müssen wir direkt mal in den Arsch versohlen gehen, wa? Okay, hier sitzt auch ein Bett. Was für ein Spiel er auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Ach. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, auch wieder die Frage, ne? Na gut, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Wo bist du? Oh. Vor einer Minute machst du Versprechungen, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den aus. Okay. Ey, hier stand vorhin ein Auto. Das ist doch kacke jetzt. Hier steht hier keine Karre. Egal. Ich will ein Automobil. Ja. Gut, da haben wir dann gesehen, wie es am besten nicht laufen sollte. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, irgendwie unseren Hals wieder aus der Schlinge zu befreien und natürlich diesen Kack-Hacker da irgendwie abzugreifen. Mal schauen, wie uns das so gelingt. Als erstes sollte ich versuchen, nicht ins Wasser zu fahren. Das kann ich nämlich sehr gut. Und so lang... ich verspreche mich schon wieder. So langsam lichtet sich aber auch der Schatten. Ich denke, wir werden bald wissen, was genau hier eigentlich überhaupt vorgefallen ist. Dass es überhaupt zu dem Attentat natürlich auch auf uns und unsere Nichte kam. Weil das sieht doch schon alles ziemlich inszeniert aus. Gerade mit dem Kram, den Clara da gerade verzapft hat. War also schon jemand vorher auf unserer Spur. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wer das war. Die Polizei braucht vollen Zugang zu allen Daten, um diese Cyberterroristen von DeadSec aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht ruhen, bis wir alle haben. Das war der Bürgermeister. Er hat den Ordnungskräften bisher nie dagewesenen Zugang zur COS-Datenbank gewährt, um DeadSec-Mitglieder zu finden, zu verhaften und ihre Hardware zu konfiszieren. Bisher wissen wir nicht, welche COS-Informationen betroffen sind. Okay, ich mache jetzt mal ganz kurz die Karte auf, weil ich schon wieder Angst habe, ich verfahre mich. Das wollen wir ja nicht. So, ja. In altgewohnter Manier fahre ich hier wieder alles zu Schutt und Asche. Asche noch nicht, dafür brauche ich gleich noch den Granatwerfer, aber ansonsten dürfte das ungefähr hinkommen. Na, gleich sind wir da. Gibt so viel Spaß. Wird wahrscheinlich gleich wieder eine Riesenballerei. Ich habe hier gerade ein paar Frame-Einbrüche. Jetzt wundere ich mich aber, warum. Könnte natürlich jetzt schon wieder an den neuesten Mod für DayZ, alter Leute, für Watch Dogs liegen.
Ich bin jetzt mal, ich werde das nachher mal ausmachen und gucken, ob diese Frame-Einbrüche denn immer noch da sind. Dann weiß ich ja, wo uns liegt. Weil das ist mir dann diese kleinen Details doch nicht wert, dass ich hier anfange, mit unter 30 Frames aufzunehmen. Ne, da leidet ihr nämlich genauso drunter wie ich. Und das will ich ja nicht. So, ich will dich sehen. Jetzt geht's los. Heiner, du weg da. Mein Sohn, ich führe dich zum Glauben. Oh, ich weiß, was du jetzt denkst. Ich will dir Gott verkaufen, aber so ist das nicht. Nimm dir eins, dann siehst du es. Alter Schwede. Willst du dich mal gut fühlen? Sie rennt auch total verwirrt rum. Und Damien wird das sofort merken. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Passiert dir jetzt noch was? Aha. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Mickey. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blum. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nickys Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingt, Aiden. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nicky, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blum wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nicky ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Aiden? Und, geht's dir gut? Ich hab Angst. Sag, dass Jackson in Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nicky, ich... Ich weiß, aber bitte lass nicht zu, das... Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Oh, Scheiße. Scheiße, jetzt aber schnell weg. Eine Eilmeldung. Sollen zuvor dieser Verbrecher da? Pierce, auch bekannt als der Rächer oder Fuchs, in diesem Moment in Downtown Chicago auf. Die Polizei bittet die Bürger, ruhig zu bleiben. Sehen Sie den Mann auf dem Weg. Er gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Wir erhalten viele Handybilder von Zuschauern. Verdammt, Damien hackt diese Tafeln von irgendwo. Downtown Chicago abgesperrt. Da, ein WKC-Wagen. Den muss ich ausschalten. Ich verlasse das Missionsgebiet, weil wo sich das denn wissen, dass das nur ein Missionsgebiet ist? Ich will hier keinen umfahren. Es gibt nichts. Sieh das falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst. Ich hab zugesehen und gelernt. So. Willst du sehen, was ich kann? In den geilsten Momenten telefonieren die miteinander. Das kommt davon, wenn man den Deal mit dem Teufel macht. So eine Scheiße. Jetzt fahre ich wieder direkt ins nächste Gebiet rein und er telefoniert in den geilsten Momenten, Mann. Das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Oh, fuck, Alter. Genau, Alter. Du rammst mich nicht.
Alter, ein Heli auch noch. Kack, ich brauche wieder eine Unterführung. Leitstelle brauchen CTOS-Zugang. Die schieballern mich, die Idioten. Und ich habe natürlich wieder die geilste Karre überhaupt. So, ab in die Unterführung. Und jetzt müsste es klappen. Ich glaube, ich fahre hier nochmal zurück. Ein paar Sekunden muss ich noch durchhalten. Scheiße, die kommt von vorne rein. An alle, ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Komm schon, noch 22 Sekunden, Alter. Noch 8 Sekunden, Alter. Komm, das muss klappen. LS 938 Charlie hier. Wir fahren zurück zur Wache. So. Auto geht wieder an. Da sind immer noch die Bullen. So, jetzt sollte ich hier natürlich weg. Wenn nicht das Telefon wieder klingelt. Das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Die Defaults, liebes Nest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Gut. Sind wir anscheinend auf Defaults-Spur. So, gleich in die nächste Mission springen. Sehr storylastig gerade, die Missionen untereinander. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IRAX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte dann nichts mehr für Damien. So, wieder Telefon. Wo bist du? Hier ist so eine Webcam. Bin da in Zugang? Dann sieh dir an, was ich gefunden habe. So, warte mal, ich bin jetzt hier vorne rausgelassen worden, aber warum? Weil hier irgendwo in der Nähe ein Typ sein soll. Ja, ja, alles klar, Sonnenschein. Den Zugangspunkt zu lokalisieren. Könnte der denn sein? Hör auf zu hupen die ganze Zeit, Mann. Wo soll denn hier ein Zugangspunkt sein? Da. Und wieder so ein Scheißding in hier. Das sieht ganz gut aus.
Gut, hier ist offen. So kann ich das nehmen. Jetzt muss ich nur noch das wieder. Bang. Bang, bang. Bangity bang. So, wenn ich das jetzt noch irgendwie aufmache. Bam. Ja, hier ist jetzt die Webcam und du. Tibor, pack schon ein. Oh, oh, Scheiße. Vergiss das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier raus. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem funky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum, also... Ah Mann, wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Ah, der merkt's nicht mal. Glaubt, er könnte Ren und Kenny verarschen. Gott, das war, glaube ich, knapp. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Klar, Bruder. Okay, jetzt. Bin unterwegs. Los, los. Wie sieht's aus? Nimm den Wagen und tausch schleunigst ab. Ich ruf an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Puh, das war eher schlecht als recht, aber geschafft. Fährst du jetzt alleine weg? Hey! Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist der Ziel Nummer 1. Der macht doch hier schon wieder die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Kacke. Oh fuck. Jetzt müssen wir wieder entkommen. Aber ich denke, das dürfte ich diesmal ganz gut hinkriegen. Spruch Nitro! Wir hatten ihn. Er macht mir so ein bisschen das Leben schwer, der Herr, ne? Fuck. Das mit den Treppen habe ich mir gerade etwas anders vorgestellt. Lolol. Ich sehe so ein bisschen verschwommen. Hier durch. Ich gebe auf, das war's. Gut, haben wir das auch geschafft. Ich hätte natürlich auch alle töten können, aber ich, Huh. Ich hätte jetzt fast wieder einen Zivolisten getötet. Rennt hier auf meiner Fahrbahn rum. Spinnen die hier wieder total. Nicht wahr sein. So, mal sehen, was die nächste Mission bereithält für uns. Oh, diese Telefonate gehen mir so auf den Sack mittlerweile. Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Gut, holla die fucking ho. Wo darf ich jetzt wieder hinfahren? Vielleicht einmal ein wenig mehr zu tun habe, als hier nur zuzuhören und euren scheiß Telefonaten zu lauschen. Nur ein 6G USB-Stick vor der letzten Pornos. Willst du den auch? Behalte ihn.
Oh, meine Karre hat es ziemlich auseinandergenommen mittlerweile. Oh, Zwillinge, gucke. Wie süß. So, weiterfahren. Ey, mach die Tür zu. Na, klappt nicht so ganz, wa? So, mal sehen, was jetzt hier die Default-Dingung. Jetzt geht's los. Nicky und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub. Default hat uns sicher bemerkt. Er ist wahrscheinlich wartet er auf mich. Na super. Betreten Sie unauffällig das Ambrose-Theater. Ja, ich verstehe, aber. Ja, man sieht sehr schnell, dass ich die Mod rausgemacht habe. Denn mit der Mod war das hier. Waren das hier wirklich einzelne Birnen, die einzeln Licht abgegeben haben und so weiter. Was jetzt natürlich einfach nur eine Palette voller Leuchten ist. Die hier angeblich einfach nur Licht schenken. Naja. Aber wenn es nun mal dazu führt, dass ich hier Lags habe. Hallo? Hallo? Sag hallo! So. Schon sind wir drin. Legen Sie die Profile von den Gästen an, um zu Default zu gelangen. Ach, jetzt ist hier offen. Okay. Jetzt geht's los. Verdammt, das ist gut. Sieh mal an, der hat sich ins Profiler-System gebracht. Er spielt mit mir. Ja, mach nur weiter so, mein Freund. So, jetzt sind wir hier durch diesen kacken Tanzschuppen gegangen. Hacken Sie Default Server. Mann, wo soll ich denn jetzt hier nur hin? Da oben. Komm ich denn hoch? Da oben lang, oder? Sieht so aus. Okay, das sieht nicht so aus, als ob ich hier vorbeikomme. Wie komme ich jetzt hier am besten hoch?
tanzt irgend so ein Spacko. Oh mein Gott. Und wieder so ein Scheißding. Ja. Alter Schwede. Das ist ja überhaupt nicht verzwickt. So. Alter. Ich habe null Ahnung, was genau die Scheiße hier jetzt soll, ne? Warte doch, jetzt habe ich das offen. Kann die miteinander verbinden? Jetzt geht der auch auf. Kann ich die miteinander? Jetzt mache ich nur auf den. Auf den. So, jetzt müssen noch alle vier irgendwie Verbindung kriegen. Offen. Och komm, Nett. Gar nicht so blöd. Was gar nicht so blöd? Was ist eine Klappe, Alter? Wollte gerade die Zeit laufen lassen, Alter. Oh. Wenn ich wüsste, wie das hier gehen soll. Alter Schwede. Der auch noch. Ja, nu? Das soll einer rallen hier. Ich krieg gleich Kopfschmerzen. Oh, ey, bitte. Und nu? Ja, nu? Eine Scheiße. Verfolgen Sie Default. Alter, das halt hier ganz schön, Junge. Hey, nu, geh doch ruf da. Fuck, Alter. Bin ich hier in meine eigene Falle gerannt oder was? Ich hab eine Möglichkeit.
Gott, Alter. Ich werd so schnell nicht müde, Chef. Ich brauch echt Hilfe. Scheiße. Lauf, Junge! Die Typen sind teuer. Aber die Volk steckt bis zum Hals drin. Und okay, ich hab ihn. Nur in Reichweite bleiben und Tibon hackt sich rein. In Reichweite bleiben? Willst du mich eigentlich verarschen? Genau, Alter. Fuck you, Alter. Komm, die Karre schnell genug. Die Ford muss irgendeinen High-End-Störsender am Start haben. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Versuch nicht ihn auszuschalten, wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Log ihn raus, ich tracke ihn. Warte nicht, schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Ich nah genug dran bin. Ja, eher eine Operschüssel und hängt mich ab, oder was? Du musst näher ran. Der macht ja auch ein paar Sachen hier. Jetzt geht's ab. Seine Daten und er merkt es gar nicht. Zu weit. Ach. Oh, Alter, ich raste gleich aus hier. Was weiß ich, wo der überall hinfährt, Mann. Boah. Aus dem Weg, sonst fahr ich die um. Autorennen sind nicht meins. Da wollten die gerade, glaube ich, einsteigen. Tut mir leid. Noch nicht alles. Was siehst du? Das sind Stadtbeamte, Gewerkschafter, gefakte Verträge, Auszahlungen. Meine Güte. Sechs Logs. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier ist das CDOS. Dieser Iraq war ganz schön fleißig. Er hat ein paar solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CDOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren. Damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Überraschend. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Viele Geheimnisse. Erpresserkram. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot, aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Bitte, dass wir alles haben. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte. Und
Und diese lächelnde Frau? Gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Wird bald keine die sehen. Sicher, dass die auf Irax Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? Okay, haben wir die Frage auch wieder gelöst und diese Mission beendet. Wie der ganze Scheiß sich weiterentwickelt. Du verlierst ihn. Und was genau wir jetzt noch machen müssen, um endlich hinter das Geheimnis zu kommen. Seht ihr hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.